Leute, ich bin zurück nach 3 Wochen Zwangspause. Hatte ich nicht gerade den schönsten Start ins neue Jahr. Ich war schon wieder krank seit 3 Wochen. Deswegen gab es keine Streams, keine Videos. Ich bin jetzt hoffentlich für länger zurück. Denn bevor ich jetzt diese 3 Wochen Zwangspause hatte, war ich auch länger weg. Sei es drum, wir starten jetzt mal ins neue Jahr mit neuen Infos. Einiges davon werdet ihr wahrscheinlich schon gehört haben, weil ich euch einfach nicht up to date halten konnte. Habt ihr wahrscheinlich eure Infos irgendwo anders her? Ich habe jetzt in den nächsten Tagen 3 Videos mindestens geplant. Heute möchte ich erstmal über Erbstück Finisher reden, die ab Season 20 ins Spiel finden. Im morgigen Video zum Sonntag werde ich alles, was bekannt ist, was es an Gerüchten gibt und was wir definitiv erwarten können von Season 20, zusammendröseln, euch in ein Video packen. Und dann wird es nochmal ein extra Video geben, wer wissen möchte, was mir EA und Square Enix, die Macher von Final Fantasy, wir haben ja aktuell das Final Fantasy Event, was ich, by the way, als das beste Event aller Zeiten küre, weil ich aber auch eine emotionale Bindung zu Final Fantasy VII habe, als mein absolutes All-Time-Lieblingsspiel, auch wenn ich gedacht hätte, dass das nicht matcht, ist das Event einfach allererste Sahne. Denn wer sich mit Final Fantasy ein bisschen auskennt, erkennt hinter diesem Karton einen Kaktor. Das ist ein Paket, was ich aus Japan zugestellt bekommen habe. Vor einigen Tagen klingelt es an meiner Tür mit diesem Paket und ich hatte keine Ahnung, was da los ist, wo das herkommt. Ich habe es geöffnet und dachte mir, wie geil ist das denn? Dazu aber in einem anderen Video, wer das unbedingt wissen will. Ich habe mich auf jeden Fall sehr darüber gefreut, dass mir Respawn bzw. EA und Square Enix diese Freude gemacht haben. Heute möchte ich euch einen Finisher zeigen, denn in Season 20 bekommt Krypto ein Recolor für sein Erbstück. Habt ihr wahrscheinlich schon irgendwo gesehen, ich blende es einfach mal ein. Und dazu gibt es einen Finisher. Und nichts macht mehr Sinn, als wenn man schon verdammt viel Kohle in so ein Erbstück investiert, dass diese Erbstücke auch einen eigenen Finisher haben. Das macht einfach nur Sinn. Und es war meiner Meinung nach, und ich glaube, die meisten von euch gehen davon auch aus, es ist einfach nur eine Frage der Zeit gewesen, bis Respawn oder EA feststellen, Mensch, Finisher für die Erbstücke, das wäre schon eine feine Sache. Und dieses Erbstück und dieses Recolor, beziehungsweise dieses Recolor-Erbstück und dieser Finisher kommen in Season 20. Und wir können davon ausgehen, dass wir ab Season 20 Stück für Stück neue Finisher für die Legenden und ihre aktuellen Erbstücke bekommen. Wie lange das dauert, weil bei den Dive Trials ist es ja genauso mit den Mythic Skins. Da haben die letzten aktuellen Mythic Skins allen exklusiven Dive Trial bekommen. Man geht davon aus, dass Stück für Stück die anderen alten Skins ebenfalls einen extra Dive Trial bekommen. Und als ich letzte Season exklusiven Zutritt zu Season 19 schon hatte oder Einblick und konnte das zocken, habe ich, das hatte ich euch auch in einem Video schon gezeigt, unter dem Reiter Mythic Skins hat man gesehen, dass alle anderen Mythic Skins ebenfalls einen Dive Trial hatten. Und das war der Dive Trial aus dem allerersten Predator Dive Trial. Ist bis heute nicht gekommen, müssen wir mal abwarten. Ich gehe davon aus, dass es Stück für Stück dennoch für die Erbstücke kommt. Lasst mich in den Kommentaren mal wissen, was ihr davon haltet. Ich finde es auf jeden Fall eine geile Idee. So ist der Mehrwert für ein Erbstück, auch wenn es sehr, sehr teuer ist und da nicht jeder Fan von ist, was ich völlig verstehen kann, ist der Mehrwert definitiv höher, als wenn man sich für viel Geld einen Prestige-Skin kauft. Und gerade die alten Prestige-Skins, da kannst du diesen exklusiven Finisher erst ab der dritten Entwicklungsstufe des Skins machen, was sie ja jetzt mit Valkyrie erstmals dann, glaube ich, gelöst haben und du kannst schon ab der ersten Stufe den Finisher auslösen. Aber ansonsten finde ich das definitiv für die Erbstücke eine richtig, richtig geile Idee, auch wenn es nicht das Nonplusultra für die Entwicklung von Apex Legends bedeutet. Wir sehen uns im nächsten Video. Wie gesagt, ich habe hier schon ein bisschen was aufgeschrieben für Season 20, was uns erwarten wird und was uns wahrscheinlich erwarten könnte. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.